Hallo und herzlich willkommen beim Goldstadt-Magazin. Heute aus dem Volksbankhaus in Pforzheim. Normalerweise bekannt durch seine futuristische Architektur und wechselnde Ausstellungen im Foyer. Heute mit einem Künstler, der hier in der Region lebt und arbeitet, Peter Jacobi, 75 Jahre alt. Und Pforzheim feiert sein Lebenswerk mit 4 Ausstellungen. Die letzte davon wird heute hier eröffnet und wir sind dabei. Peter Jacobi, der Künstler, Sie haben hier 90 Exponate hängen, 30 davon neu. Der Titel, das schöne bäuerliche Kleid der Städterin. Was verbirgt sich denn dahinter? Das ist natürlich ein Schalk. Und zwar beruht es auf einer historischen Geschichte, dass die beiden rumänischen Könige, die beide deutschstämmig waren, nach Rumänien kamen und zunächst gar nicht rumänisch sprachen, sodass dann über verschiedene Gesten, dass sie sich mit der rumänischen Literatur beschäftigten und mit der Folklore und so weiter. Und vor allen Dingen deshalb, dass sie sich dann bei gewissen Gelegenheiten selber in einer pseudorumänischen Volkstracht zeigten, um sich so dem Volk näher zu bringen. Das eigentlich eine sehr erfolgreiche Strategie war. Beide Königinnen waren sehr beliebt und die taten ja auch vieles so im sozialen Bereich, gründeten Krankenhäuser und so weiter. Wie das so eigentlich auch die Präsidentengattinnen heute auch machen. Und die Idee dazu kam Ihnen nach der Wende, als Sie alte Fotos ankauften? Richtig. Nun ist mein Leben verflochten mit der Existenz dieses Königshauses. Ich bin also kein deklarierter Royalist, aber es ist einfach eine historische Tatsache, dass ich als kleiner Bub in der ersten Grundschulklasse eben am Königshaus vorbeiging in Bukarest und den König sah, der damals 17, 18 Jahre war, wie er im Schulhof Fahrstunden nahm. Und naja, dann 47 musste er abdanken, wurde von Kommunisten zur Abdankung gezwungen. Und das, was das Königshaus hinterlassen hat, auch als Kunst, ist eigentlich das Einzige. Die Nationalgalerie in Bukarest, die im königlichen Schloss ist, zeigt die Sammlung des Karl und des Ferdinand. Und dann komme ich ins Schwäbische und höre, dass Hechingen gerade ein paar Kilometer von hier ist und beide sind halt dort geboren im 19. Jahrhundert. Das schöne bäuerliche Kleid der Städterin, so heißt die Ausstellung, in der Peter Jacobi die deutsche Herrschaftsgeschichte in Rumänien beleuchtet. Es sind hochwertige Fotomontagen, die Jacobi im Pforzheimer Volksbankhaus zeigt. Modern arrangierte Bilder, die zeigen, wie die einstigen Herren und besonders die Damen am Hofe versuchten, sich ihrem Volke zu nähern. Ein kleines Stück rumänische Geschichte durch die Brille eines Künstlers. Weltoffen, aber doch verbunden mit seiner osteuropäischen Heimat. Jürgen Zachmann, Vorstand der Volksbank Pforzheim. Sie sind hier Gastgeber dieser Ausstellung. Folklore statt klassische Musik hier bei dieser Vernissage. Ist das auch so ein bisschen das Besondere, was diese Ausstellung auszeichnet? Ja, ich glaube schon. Es ist eine besondere Ausstellung. Das bäuerliche Kleid der Städterin überrascht ja, weil eigentlich denkt man das umgekehrt. Und eine Vernissage, eine Ausstellung, denkt man auch immer ruhige Töne, eine klassische Vernissage, eine klassische Ausstellungseröffnung. Und ich denke, diese laute Töne, das Freundliche, die Zigeunermusik aus Rumänien passt doch sehr gut zu diesem Thema und zu dieser Ausstellung. Und vorhin hat es ja auch der Künstler selbst gesagt, überraschend, Lebensfreude und Lebenslust. Künstler Peter Jacobi, was zeichnet ihn aus? Künstler Jacobi ist für mich ein Phänomen. Er ist sehr breit aufgestellt. Wir haben es ja vorhin gesehen. Wir haben hier Fotografien, die er verfremdet hat, die er weitergearbeitet hat. Er macht Skulpturen. Er versucht, die Vergangenheit und die Gegenwart zusammenzubringen. Und für mich einer der Künstler, der am breitesten aufgestellt ist für mich und somit auch immer wieder für Überraschungen sorgt. Ja, sag mal, jetzt fragen sich ja viele, Bank und Kunst, wie passt denn das zusammen? Bei der Bank sind Sie ja eigentlich eher so die kühlen Rechner, oder? Ja, wie passt das zusammen? Ich meine, eine Genossenschaftsbank und die Volksbank Pforzheim, wir sind für unsere Kunden da. Unsere Kunden haben ja nicht nur die Geschäftsbeziehung zu uns, sondern haben ja auch alle verschiedene Professionen, verschiedene Interessen.
Und wir versuchen, unsere Kunden und diese Interessen hier in Pforzheim einen Raum zu bieten, ein Podium zu bieten seit 15 Jahren, seit es das Volksbankhaus gibt. Und ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Sei es Kunst, wie heute, eine Kunstausstellung, sei es kulinarische Genüsse, wie die letzte Woche, sei es Tanz, sei es Modeschauen, ganz breit. Und so breit wie uns und erfolgreich wie unsere Region ist, so breit und erfolgreich sind auch die Vorstellungen, die Darbietungen bei uns im Volksbankhaus. Und das wollen wir auch in Zukunft so weiterführen. Das heißt, wir dürfen auch in Zukunft mit Kunst, Kultur, Musik hier rechnen? Lassen Sie sich überraschen. Wir haben schon einige Ideen, aber Sie dürfen sicherlich damit rechnen. Wie gefällt Ihnen denn die Idee jetzt hier, dieses, sagen wir mal, dieses kleine Stück rumänische Vergangenheit aufzugreifen? Ich finde, es ist eine wunderbare Sache. Und ich denke, auch gerade diese Ausstellung von diesem Künstler an diesem Ort ist genau das Richtige. Ich denke, auch die Ausstellung selbst zeigt Rumänien oder die Geschichte Rumäniens auf eine sehr überraschende und faszinierende Art und Weise. Es sind historische Fotos, die dann aber von Peter Jacobi, von dem Künstler, bearbeitet worden sind, sodass sie heute auch auf eine ganz neue und sehr spannende Art und Weise das Publikum ansprechen. Ist es denn tatsächlich so überraschend, also für einen Rumänien-Kenner sozusagen, war das jetzt tatsächlich was ganz Neues für Sie? Es war in dem Sinne neu, als es ja Fotos sind von allgemein Wohlhabenden, zum Teil auch Mitglieder der Königsfamilie, der rumänischen Königsfamilie aus also Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die, also Städterinnen und Städter, die dann eine gewisse Faszination und auch Nähe zu der Landbevölkerung, zu den Bauern herstellen wollten und ebenso sich diesen Trachten zugewandt haben und sich damit auch abgelichtet haben. Diese Kontextualisierung, so wie sie in dieser Ausstellung gemacht wird, ist doch sehr überraschend, finde ich, und auch ganz neu. Und in dem Sinne kann man Peter Jacobi sehr dankbar sein, dass er dieses Stück rumänische Geschichte aufgearbeitet hat. Ich habe mit Peter Jacobi vor der Eröffnung gesprochen und er sagte auch, zum heutigen Zeitpunkt wäre diese Ausstellung auch in Rumänien mit Sicherheit von sehr großem Interesse. Und ich hoffe auch sehr, dass er in der nächsten Zeit sie auch in den rumänischen Kulturzentren dann zeigt, in Bukarest oder in anderen Städten, wo dann auch eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik dann eingeleitet werden könnte. Ja, rumänischer Wein, rumänische Folkloremusik, die gibt es nur heute Abend hier im Volksbankhaus in Pforzheim. Was noch länger hier zu bewundern ist, ist ein Stück rumänische Vergangenheit. Die Ausstellung von Peter Jacobi, hier noch bis Ende Juli zu sehen. Das war's für heute beim Goldstadt-Magazin. Vielen Dank fürs Einschalten.